Willkommen bei unserer Reise in die aufregende Welt der Kryptowährungen. Die Digitalisierung hat nicht nur unser tägliches Leben, sondern auch unsere Vorstellung von Geld verändert. Krypto-Coins haben in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen und stellen eine einzigartige Möglichkeit dar, in die Zukunft unserer Währungen zu investieren. Da es entscheidend ist, zu verstehen, welche Kryptos welchen Nutzen haben und für was sie stehen, möchten wir in unserer Videoreihe Crypto-Coins auf verschiedene Kryptos näher eingehen. Im letzten Video sind wir auf Ethereum eingegangen. Dort haben wir schon erwähnt, dass Cardano ein ernstzunehmender Konkurrent zu Ethereum ist. Daher werden wir uns im heutigen Video mit Cardano beschäftigen, welchen Nutzen es hat und welche seine interessantesten Anwendungsmöglichkeiten sind. Also, schnallen Sie sich an und lassen Sie uns nach dem Intro loslegen. Cardano ist eine der aufregendsten Kryptowährungen auf dem Markt und hat eine bemerkenswerte Geschichte. Es wurde 2015 von einem Team von Krypto-Enthusiasten unter der Leitung von Charles Hoskinson entwickelt. Das Team hatte das Ziel, eine Kryptowährung zu schaffen, die sicherer, skalierbarer und nachhaltiger ist als andere auf dem Markt. ADA ist die eigentliche Kryptowährung, die auf dem Cardano-Blockchain-Netzwerk verwendet wird. Es handelt sich hierbei um eine digitale Währung, die für Zahlungen, Überweisungen und als Investition genutzt werden kann. Das Kürzel ADA wurde gewählt, um die Verbindung zwischen der Kryptowährung und der Plattform Cardano herzustellen. Es ist eine Hommage an die Mathematikerin und Pionierin der Computerwissenschaft Ada Lovelace, die als erste Person einen Algorithmus für eine maschinelle Durchführbarkeit konzipiert hat. Mit dem Einsatz von ADA auf Cardano wird eine vollständig dezentrale Plattform bereitgestellt, die sichere und schnelle Überweisungen und Transaktionen ermöglicht. Darüber hinaus ermöglicht es die Nutzung von Smart Contracts und DApps, Decentralized Applications, was es Entwicklern ermöglicht, innovative Anwendungen zu erstellen und zu implementieren. Insgesamt spiegelt das Kürzel ADA die Verbindung zwischen der Kryptowährung und der Plattform Cardano wider und zeigt, dass es sich um eine wichtige Komponente innerhalb dieses Netzwerks handelt. Cardano ist mit Import-Output Hong Kong, IOHK, eng verbunden. IOHK ist das Unternehmen, das hinter Cardano steht und für die Entwicklung und Pflege der Cardano-Blockchain verantwortlich ist. Import-Output Hong Kong ist ein führender Anbieter von Blockchain-Technologie und Forschung und hat seinen Hauptsitz in Hongkong. Import-Output Hong Kong wurde 2015 gegründet und hat seither intensiv an der Entwicklung von Cardano gearbeitet. Die Cardano-Blockchain wurde als robustes und sicheres Netzwerk entwickelt, das skalierbar und nachhaltig ist. Import-Output Hong Kong hat auch eine starke Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die sich mit den Herausforderungen der Blockchain-Technologie auseinandersetzt und Lösungen für die Zukunft entwickelt. Cardano basiert auf einer fortschrittlichen Technologie namens Haskell-Programmierung und einem konsensbasierten Mechanismus namens Ouroboros. Dieser Mechanismus ist dezentral und verwendet ein Proof-of-Stake-System, bei dem Teilnehmer ihre Stake als Wettet auf die Integrität des Netzwerks setzen. Wenn Sie Cardano, ADA, besitzen, können Sie an der Validierung von Transaktionen im Cardano-Netzwerk teilnehmen, indem Sie sogenanntes Staking ausführen. Dies bedeutet, dass Sie Ihre ADA als Stake für das Netzwerk bereitstellen und dafür belohnt werden, indem Sie neue ADA erhalten. Der Staking-Prozess dient als Form des Konsensmechanismus für das Cardano-Netzwerk und ermöglicht es, dass Transaktionen validiert und in die Blockchain aufgenommen werden. Da Sie wichtige Teilnehmer im Netzwerk sind, werden Sie entsprechend belohnt. Die Höhe der Belohnung hängt von einer Reihe von Faktoren ab, darunter der Gesamtbetrag an Stake im Netzwerk, der Häufigkeit, mit der Sie Ihre Stake bereitstellen, und den momentanen Blockbelohnungen. Im Allgemeinen kann man jedoch davon ausgehen, dass Staking eine passive Einkommensquelle sein kann, die regelmäßige Zahlungen in Form von ADA generiert. Staking kann also in gewisser Hinsicht mit Zinsen bei Fiat-Geld verglichen werden. Beide bieten die Möglichkeit, Geld zu verdienen, indem man es für eine gewisse Zeit bereitstellt. Wenn Sie bei einer Bank ein Konto eröffnen,
können Sie Zinsen auf Ihr Guthaben verdienen, indem Sie es für eine bestimmte Zeit bei der Bank lassen. Je länger Sie Ihr Geld bei der Bank behalten, desto höher werden die Zinsen sein. Staking funktioniert ähnlich, nur dass es sich um eine Kryptowährung wie Cardano, ADA, handelt. Indem Sie Ihre ADA als Stake für das Netzwerk bereitstellen, können Sie an der Validierung von Transaktionen teilnehmen und dafür belohnt werden. Je länger Sie Ihre ADA als Stake bereitstellen, desto höher werden die Belohnungen sein. In beiden Fällen wird Geld für eine bestimmte Zeit bereitgestellt, um passive Einkommensströme zu generieren. Allerdings sollten Sie sich immer bewusst sein, dass Staking von Kryptowährungen ein hochriskantes Investment ist und Sie Ihr Geld verlieren können, während Zinsen bei Banken in der Regel als sichereres Investment gelten. Es ist wichtig, gut informiert zu sein und sorgfältig abzuwägen, bevor Sie sich für Staking oder andere Investments entscheiden. Eines der wichtigsten Verwendungszwecke von Cardano ist die Übertragung von Werten und die Ausführung von Smart Contracts. Es arbeitet auch eng mit einer Reihe von Partnern zusammen, um seine Technologie für verschiedene Anwendungen einzusetzen. Hier sind einige der wichtigsten Partnerschaften von Cardano. AlgoZ. Eine führende digitale Vermögensverwaltungsplattform, die Cardano für den Handel mit Kryptowährungen nutzt. New Balance. Ein weltweit führender Sportbekleidungshersteller, der Cardano verwendet, um Kryptobelohnungen für seine Kunden bereitzustellen. World Mobile. Ein führender Anbieter von mobilen Finanzdienstleistungen, der Cardano nutzt, um seine Dienstleistungen zu verbessern und zu erweitern. Traxia. Ein Unternehmen, das sich auf die Verwendung von Blockchain für Handelsfinanzierungen spezialisiert hat und Cardano nutzt, um seine Dienstleistungen zu verbessern. Kenyan Government. Die Regierung Kenias hat eine Partnerschaft mit Cardano angekündigt, um die Landvermessung und Registrierung im Land zu verbessern. Das von uns schon erwähnte Unternehmen hinter Cardano Input-Output Hong Kong ist ein führender Anbieter von Blockchain-Technologie und Forschung und ist das Unternehmen hinter Cardano. African Institute for Mathematical Sciences, AIMS. AIMS arbeitet mit Cardano zusammen, um die Verwendung von Blockchain in Afrika zu fördern und zu unterstützen. Plutus Financial. Ein Unternehmen, das auf die Verwendung von Cardano für die Verwaltung von Vermögenswerten spezialisiert ist. Cardano setzt sich besonders dafür ein, die Finanzinklusion in Afrika zu fördern. Cardano arbeitet eng mit Regierungen, Finanzinstituten und lokalen Gemeinschaften zusammen, um Lösungen zu entwickeln, die es Menschen in Afrika ermöglichen, Zugang zu Finanzdienstleistungen zu erhalten, die ihnen sonst nicht zur Verfügung stehen würden. Eines der wichtigsten Projekte von Cardano in Afrika ist Atala Prism, eine Plattform, die es Regierungen und Unternehmen ermöglicht, mit Bürgern direkt über die Blockchain zu kommunizieren und ihnen Dienstleistungen anzubieten. Diese Plattform nutzt die Vorteile der Blockchain-Technologie, wie Dezentralisierung und Transparenz, um effizientere und sicherere Dienstleistungen anzubieten. Ein weiteres Projekt von Cardano in Afrika ist Project Ampli, das sich darauf konzentriert, den Zugang zu Finanzdienstleistungen für Kleinbauern in Afrika zu verbessern. Dieses Projekt nutzt die Cardano-Blockchain, um Finanzdienstleistungen wie Mikrokredite und Überweisungen zu ermöglichen, die es Kleinbauern ermöglichen, ihre Geschäfte zu verbessern und ihr Einkommen zu erhöhen. Durch diese und andere Projekte leistet Cardano einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Finanzinklusion in Afrika und arbeitet daran, eine fairere und inklusivere Welt zu schaffen. Im Vergleich zu anderen Kryptowährungen wie Ethereum und Solana hat Cardano einige signifikante Vorteile. Zum Beispiel ist es skalierbarer und kann mehr Transaktionen pro Sekunde verarbeiten, es ist auch sicherer durch seine innovative Technologie und seinen konsensbasierten Mechanismus. Zusammenfassend kann man sagen, dass Cardano eine der führenden Kryptowährungen auf dem Markt ist und ein enormes Potenzial hat, die Art und Weise, wie wir Wertübertragungen und Smart Contracts durchführen, zu revolutionieren. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Technologie und das Netzwerk in Zukunft entwickeln werden, aber die Zukunft von Cardano sieht definitiv sehr vielversprechend aus.
Wir hoffen, dass dieses Video Ihnen geholfen hat, ein besseres Verständnis für Cardano zu erlangen. Es ist wichtig, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, um ein erfolgreicher Investor in der Kryptowährungswelt zu werden. Wenn Sie noch mehr über Kryptowährungen erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen, unsere CryptoCoins-Reihe zu besuchen. Dort erklären wir Ihnen, welche Kryptowährungen es gibt und für was diese stehen und eingesetzt werden können. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Stay safe in crypto.